Unsere Langlebigkeit ist von nicht so stark abhängig, wie viele Zellteilungen deine Zelle noch übrig hat, bevor sie stirbt bzw. Selbstmord begeht. Ja, richtig. Jede Zelle kann sich nur begrenzt oft teilen. Doch da kann man etwas machen. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber ich möchte euch das mal ganz einfach erklären. Unsere Zellen können sich nicht unendlich oft teilen, um sich dadurch zu erneuern. Denn es gibt ein Phänomen, dass jedes Mal, wenn die Zelle sich teilt, ein Stück von ihr verloren geht und sie sich dadurch verkürzt. Das hat zur Folge, dass die Zelle irgendwann so verkürzt wurde am Ende, dass es nicht mehr weitergeht, ohne dass es ihr schaden würde. Bevor das passiert, zerstört sie sich lieber selbst und das passiert dann dementsprechend auch manchmal sehr, sehr häufig und dadurch stirbt auch der Mensch. Das ist der Prozess der Alterung, sehr einfach erklärt. Etwas genauer beschreibt es aber Folgendes. Unsere gesamte Erbinformation ist in jeder Zelle unseres Körpers enthalten. Und zwar der Bauplan, wie man uns eins zu eins wieder in voller Größe erschaffen könnte. Dieser Bauplan befindet sich im Zellkern. Darin geschützt liegt dann auch die DNA, die wir eine Bibliothek nennen, ja? Da die Zelle nur ca. 75 Mikrometer groß sind, also 0,075 Millimeter nur groß, beinhaltet sie aber trotzdem 2 Meter DNA-Strang. Das ist nur möglich, da sie sich aufgespult hat auf sogenannte Histone, die dann die Chromosomen bilden, haben wir alle schon mal gehört, die nichts anderes sind als verdichtete DNA. Am Ende jener befinden sich sogenannte Telomere. Das sind die Enden des DNA-Strangs am Chromosom. Diese fungieren wie ein Schutzschild, ja, dass die DNA geschützt ist. Man muss sich das so vorstellen, ja, wie ein Schnürsenkel am Ende des Schnürsenkels selbst. Dieses Schutzschild, diese Plastikschicht und genau so fungieren auch die Telomere bei uns, bei unserer DNA. Bei einer Zellteilung verlieren wir einen Teil unseres Telomers, das die Zelle aber beschützt. Besonders vor Entartung, das heißt vor Krebsentstehung oder auch vor dem Verschmelzen von zwei unterschiedlichen DNA-Strängen. Das Altern kann so beschrieben werden, je kürzer unsere Telomere, desto kürzer ist unsere verbleibende Lebensdauer auf dieser Erde bzw. unserer Zellen. Da möchten wir uns damit beschäftigen bzw. Studien ansehen, welche Umstände haben dazu geführt, dass die Telomere wieder länger werden. Eine kurze Denkaufgabe für euch. Wie wir wissen, teilen sich Krebszellen unendlich oft und viel schneller als unsere Zellen. Müssten die Krebszellen dann nicht einfach durch die massive Telomerverkürzungen, weil ja ständig immer neue Zellteilungen vonstatten gehen, irgendwann selbst sterben? Fragezeichen? Na, was meint ihr? Da gibt es einen Trick, den Krebszellen besser beherrschen als unsere Zellen. Da viele Menschen durch ihre Gewohnheiten ihre Telomere noch mehr verkürzen, hat Krebs einen Wettbewerbsvorteil. Aber da zeige ich euch später, wie dieser Vorteil wieder kleiner werden kann, den Krebs hat. Ja, richtig, es gibt ein Enzym namens Telomerase, das auch in uns aktiv ist. Ja, diese verlängert unter bestimmten Umständen wieder unsere Telomere und verjüngt uns damit. Das ist exakt der Grund, wieso es ein biologisches Alter gibt und ein Alter nach Datum. Diese beiden Dinge sind etwas völlig Verschiedenes. Doch könnte damit beschrieben werden, wie aktiv die Telomerase in den jeweiligen Menschen ist. Ein gutes Beispiel ist ein Versuch mit Zwillingen gewesen. Die eine hat Sport betrieben, die andere nicht. Trotz durch den Sport ja mehr Zellteilungen passieren, durch die Regeneration, waren die Telomere länger in der Sportlerin bzw. des Zwillings. Ja? Daher schauen wir uns mal Umstände an, die dein Leben verändern können. In der renommiertesten Gesundheitszeitschrift der Welt, The Lancet, erschien ein Artikel mit einer Studie. Der Titel lautet Wirkung umfassender Änderung des Lebensstils auf die Telomerase-Aktivität und Telomerlänge bei Männern mit biologisch niedrigem Risiko für Prostatakrebs. 5 Jahre Follow-up wurde entsprechend verordnet, eine Pilotstudie. Die Teilnehmer wurden untersucht in einer Kontrollgruppe, die nichts machte und eine, die 4 Dinge tat, die andere Gruppe, welchen ihren Lebensstil beeinflussen sollen. Und dann wurde Blut abgenommen, nach 5 Jahren, und geschaut, welche Telomere waren länger und damit, wer hatte das biologisch jüngere Alter. Ganz wichtig, die Menschen konnten wirklich gut miteinander verglichen werden, da der BMI, das Alter und selbst der Blutdruck sich nicht signifikant unterschied. Aber was wichtiger war, auch die Telomerlänge unterschied sich nicht signifikant unter den einzelnen Teilnehmern. Wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Und diese haben es wirklich in sich.
sodass man sofort wissen will quasi, was haben diese Menschen überhaupt getan. Wir sehen, dass die Telomerlänge in den Menschen in der Kontrollgruppe, die nichts weiter getan hat, kürzer geworden ist, ne, ca. 0,02. Diese sind normal gealtert. Die Gruppe, die 4 Dinge getan hat, über 5 Jahre, zeigte aber, dass es aber auch anders geht. Denn diese stoppten sogar den Alterungsprozess. Ja? Die Verjüngung, ja, hat sogar eingetreten, da die Telomere wieder länger wurden, ja, obwohl sie ja älter wurden. Die Teilnehmer nahmen an einer aktiven Überwachung teil. Ja, diese umfasste 4 folgende Komponenten. Also Ernährung mit einem hohen Anteil an Vollwertkost, das heißt pflanzliches Eiweiß vor allen Dingen auch, Obst, Gemüse, unverarbeitete Getreide und Hülsenfrüchte sowie wenig Fett. Etwa 10% der Kalorien waren nur aus Fett. Zweitens, mäßige aerobe Bewegung, das heißt 6-mal die Woche 30 Minuten gehen. Ganz wichtig, dann noch Stressreduktion, ja? Stressmanagement, sanftes Yoga, ja? Basiertes Dehnen, Atmung und so weiter. Drittens, Meditation und Imagination, das fand ich auch sehr, sehr wichtig, ja? Denn Unterbewusstsein, ich denke, damit haben wir uns schon mal viele beschäftigt und das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Tool, ja? Dann viertens, starke soziale Unterstützung, ja, Selbsthilfegruppen einmal die Woche, das heißt soziale Kontakte. Ja. Man sieht, man kann mit etwas Bewegung, das heißt auch spazieren gehen, ja, fast täglich, pflanzlicher basierter unverarbeiteter Nahrung, wenig Stress und gute soziale Kontakte sein Leben komplett auf den Kopf stellen im positiven Sinne. Ich glaube, die allerwenigsten erfüllen diese 4 Komponenten, selbst ich nicht, aber darum helfen mir immer diese Recherchen für diese Videos, weil ich selbst lerne, was kann ich noch besser machen? Und da sind sicherlich jetzt so 1-2 Aspekte noch drin, die ich definitiv aufbauen kann und werde, weil ich sehe, es hat unfassbare Auswirkungen auf meinen Gesundheitszustand. Dies war eine sehr kleine Studie. Daher, was passiert, wenn man das Ganze mal mit knapp 900 Probanden machen würde? Aber im Gegenteil. Diese werden unterteilt in 4 Gruppen und essen je nach Gruppe aufsteigend immer mehr ungesunde Nahrung. Also Gruppen, ja, 4, die am meisten dementsprechend von diesen ungesunden Nahrungsmitteln gegessen hat und 3 dann halt ein bisschen weniger und 2 noch weniger und 1 am wenigsten ungesunde Nahrungsmittel. Das klingt doch sehr spannend, oder? Der Titel der Studie, der Verzehr ultraverarbeiteter Lebensmittel und das Risiko kurzer Telomere in einer älteren Bevölkerung. Man sieht hier wirklich schwarz auf weiß, in der Gruppe 4, in der am meisten ungesunde Mahlzeiten am Tag gegessen wurden, wurde auch die prozentual höchste Telomereinbuße gemacht und die kürzesten Telomere wurden hier auch dementsprechend kausal gefunden. Aber auch Rauchen, also allgemein oxidativer Stress, hat immer Auswirkungen. Dazu zählt natürlich auch hoch erhitzte Nahrung, ja, wie frittiert das und so weiter. Man sieht hier in der Studie aus 84 Studien zum Thema Rauchen einen klaren Trend. Je länger man raucht, desto kürzer werden auch hier die Telomere. Aber ihr wollt natürlich wissen, welche Lebensmittel oder Vitamine verlängerten denn Telomere in Studien. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend und ich habe auch wirklich eine sehr gute Studie dazu gefunden, mit vielen Lebensmitteln aufgelistet. Das Problem ist aber, dass nicht alle Lebensmittel getestet wurden und gezeigt werden, ja, die klare Tendenzen zeigen. Der Grund? Es hätte schon längst erforscht werden können, welche Lebensmittel es exakt sind. Doch daran hat keiner Interesse. Wer soll die Menschen denn noch ernähren auf dem Planeten? Das müsst ihr euch bewusst machen. Es gibt nichts auf der Welt, was will, dass es noch mehr Menschen gibt. Das ist eine unfassbar gute Studie. Hier wurden alle bisher bekannten Studien genommen, wo es um Vitamine oder Lebensmittel geht, ja, wo getestet wurde, ob diese einen Einfluss hat auf die Telomerlänge. Die Konklusion der Studie lautet wie folgt. In dieser systematischen Übersicht wurde ein umfassendes Verständnis des Zusammenhangs zwischen Ernährung und Telomererhaltung erörtert. Generell konnte festgestellt werden, dass die Befolgung gesunden Ernährungsmustern, wie zum Beispiel die Punkt-Punkt-Punkt-Ernährung, zeige ich euch gleich, und insbesondere die Einführung, jetzt kommt's, bestimmter Mikronährstoffe und die Ernährung eine schützende Wirkung auf die Verkürzung der Telomere haben könnte. Und wir schauen uns das Ganze mal an, ja, um welche es sich denn jetzt hier genau handelt. Wir sehen 3 verschiedene Studiendesigns, Gruppen so gesehen, ja. Je weiter nach rechts, desto qualitativ hochwertiger ist auch die Studie. Ne? Zum Beispiel RTC sind randomisierte Studien. Das zu erklären, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, welche das alles sind. Wir starten mal. Der Kreis heißt, dieser Stoff zeigt eine positive Wirkung auf die Telomere. Das X, das Gegenteil. Und der Slash, neutral. Und waagerecht, dazu gibt es keine Studien bisher in diesem Format. Also, das erste Vitamin, Vitamin D,
Denn bei den eher rechten Studien sehen wir hier auch, ja, zur Erinnerung, das sind ja die, die sehr aussagekräftig sind, ja. Randomisierte Studien zum Beispiel zeigten Vitamin D hier eine positive Wirkung auf deine Telomere. Nimmst du schon laborgeprüftes Vitamin D3, packe ich dir sehr gerne in meine Videobeschreibung. Ist wirklich sehr, sehr wichtig, gerade jetzt im Winter, dass da kein Mangel entsteht. Aber auch Vitamin C könnte Hinweise liefern, ja, dass es Vorteile haben kann, sehen wir hier. Was aber definitiv gut wirkt, sind auf den Telomere, ja, sind Früchte und sind Gemüse, sehen wir hier. Beim Fleisch sehen wir eher mehr X als Kreise, also eher unvorteilhafter für deine Telomere. Aber sicher kommt es hier auch auf die Quelle an. Ja? Also Massentierhaltung schneidet mit Sicherheit deutlich schlechter ab als jetzt zum Beispiel Wild- oder Weidehaltung oder so. Fisch- und Meeresfrüchte sind nicht wirklich überragend, sehen wir hier. Ja? Denn da muss man auch dazu sagen, dass die Zubereitung natürlich die guten Omega-3-Fettsäuren oxidieren lässt, zum Beispiel beim Braten. Daher nutze ich zum Beispiel immer DHA und EPA kaltgepresstes Algenöl, ja, da die Fische ja auch die Alge erst essen müssen, macht für mich keinen Sinn, irgendwelche Fische auszupressen. Ja, da diese auch oft einfach Schwermetalle beinhalten heutzutage und Mikroplastik und so weiter, das brauche ich alles nicht. Was sich ebenfalls positiv auswirkt, sind Nüsse und Samen, ja, und eine leicht positive Korrelation gibt es auch für Hülsenfrüchte, ja. Was mich überrascht hat, ist wirklich Kaffee, ja, anscheinend sehr positiv. Ja, dazu kann ich euch ebenfalls mein Video empfehlen, dazu habe ich schon ein Video gemacht auf YouTube, dass es sicherlich nicht nur an dem Kaffee liegt, sondern an den sekundären Pflanzenstoffen, die im Kaffee sind, und da gibt es sicherlich noch potentere, als die im Kaffee zu finden sind, aber man sieht, sekundäre Pflanzenstoffe haben immer einen hervorragenden Einfluss und positiven Einfluss auf unseren Körper. Allgemein zur Ernährungsform, ja, ist die mediterrane Ernährung, ja, sehen wir hier, sehr gut, ja, also basierend natürlich auf einem Lebensmittel, kennen wir alle, das sind die Oliven, ja, oder beziehungsweise dem Olivenöl, das ist die mediterrane Ernährung, wirklich based absolut auf Olivenöl. Achtet da immer darauf, laborgeprüftes Bio, kaltgepresst und Erstpressung. Ganz wichtig, also nativ, ja. Ihr könnt euch sehr gerne mal Screenshots machen, ja, wenn ihr die Liste noch ein bisschen weiter auf euch wirken lassen wollt, ja. Ich denke, ihr habt richtig viel mitnehmen können auch wieder und das freut mich auch. Und das ich selbst auch bei der Recherche und versuche Dinge jetzt auch noch weiter umzusetzen. Schaut sehr gerne in meine Videobeschreibung rein, da findet ihr wirklich ganz, ganz tolle Sachen, die ich für euch extra rausgesucht habe. Und wir sehen uns im nächsten Video und ich sag ciao.